Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundown. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass wir uns noch nicht so ganz sicher sind, wie wir den Typen hier am besten erledigen. Beziehungsweise, ich glaube, mit erledigen ist nicht viel, sondern eher mit mit ablenken. Weiß nicht, ob wir uns hier reinschleichen können, ohne dass er es mitkriegt. Gehört hat er uns zumindest noch nicht, aber wir können ihn halt auch nicht erschießen. Ah, er läuft weiter. Okay, das ist natürlich cool. Das wusste ich vorher nicht. Hoffentlich läuft er jetzt nicht runter und kommt hier rein. Aber scheint er nicht zu tun. Hier haben wir noch einen Schlüssel, jetzt müssen wir halt gucken. Okay, also alles klar, er läuft da runter, das ist schon mal sehr gut. Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht in der Gaststätte, sondern das ist dort hinten. Und wir müssen jetzt hier nochmal an ihm vorbei. Ja, da hinten ist auch das Symbol. Da müssen wir rein, er hat hier noch ein bisschen Radio gehört. Ist halt die Frage, wo läuft der lang, wenn wir jetzt hier links hochlaufen? Kommt der uns dann entgegen oder läuft er hier vorne wieder zurück? Es ist halt gerade einmal so schön dahinter gelaufen, jetzt möchte ich ungern, dass wir ihnen begegnen. Wir könnten natürlich den Schlitten nehmen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das zu laut macht oder zu offensichtlich ist. Aber wir müssen uns definitiv bewegen. Ach du Scheiße, jetzt ist er auf dem Dach. Natürlich der ungünstigste Standort. Er läuft wieder weg. Wo war denn das Tor? War das hier unten? War das so ein Tor, was von innen zu war? Wenn wir das vielleicht einfach öffnen könnten und warten, bis er wieder da oben ist, müssten wir es doch eigentlich geschafft haben. War das hier irgendwo? Ja. Dann könnte man notfalls nochmal außen rum, falls er uns doch noch sieht. Entschuldigung, ich bin zu dick, um Türen zu öffnen. Ja, jetzt müssen wir mal kurz abwarten. Ich weiß nicht, wo er lang ist. Aber dann sollten wir ja da reinkommen und kriegen den Schnaps. Um das dem guten HR in die Hand zu drücken. Wir hören ihn zumindest nicht mehr laufen. Jetzt hören wir ihn wieder. Er kommt eh gleich um die Ecke und wir sind am Arsch. Ich sehe das schon. Oh oh. Ah, nee, doch nicht. Perfekt. Guck mal, Shia, können wir die nehmen? Ach, leider nur Deko. So, hier. Im Keller wurde gesagt. Wir rennen jetzt mal ganz schnell hier runter. Ich will ja mal die Laterne anmachen. Nee, ich möchte keine Schüssel platzieren. Ich möchte auch nichts kochen. Da eigentlich gar nur ein Schnaps. Können wir auch nicht mitnehmen. Ist ja aber, glaube ich, nur Wein. Ach, jetzt geht er. Ahne Schlimmes. Wollte nicht. Hab nicht dran gedacht, dass wenn wir die Toilette auswählen, dass er sich direkt draufsetzt. Aber hey, es kam doch mal keine Überraschung. Aber hier liegt nichts weiter. Streichhölzer. Weiß nicht, ob es die Flasche Wein auch tut. Ich glaube, beim Walter war es ja auch Wein, ne? Oder Schnaps. Ah! Oh
Gott, bin ich erschrocken. Scheiße. Alter. Das war der erste richtig dolle Erschrecker. Oh, gut, jetzt bin ich munter. Guten Morgen. Wir haben es nämlich 6.32 Uhr. Ach, heilige Scheiße. Ich nehme nämlich meistens früh auf, weil es da zeitlich bei mir am besten passt. Und ja, den zweiten Kaffee kann ich, glaube ich, jetzt sein lassen. Ach, Mist. Au. Ja, was soll ich tun? Ich kann nichts machen. Alekria, hilf mir. Wir sind jetzt nicht tot, oder? Ich glaube, der Eiszapfen ist abgebrochen. Gut, er geht wieder weg. Ist ja eigentlich nochmal ganz gut gelaufen. Da ist noch ein anderer drin. Den hat es nicht so gut erwischt wie uns. Aber haben wir jetzt unser Inventar alles wieder? Ja, sieht gut aus. Dann mal ganz schnell weg hier. Ich laufe hier einen ganz großen Bogen außen drum herum. Boah, dass der im Haus auf uns gewartet hat, ne? Schweinerei. Ich glaube, das ist noch ein Aussichtsstandpunkt. Den nehmen wir noch schnell mit. Setz dich. Mach mal diesen. Und da haben wir es. Ich möchte aber nicht lange sitzen bleiben. Nehmen haben wir nun doch nicht gebraucht. Zack, auf dem Schlitten runter zu dem HR. Und ich hoffe wirklich stark, dass das die Flasche ist, die er haben möchte. Mach mal eine Wende. Los. Da unten ist er. Chillt hier die ganze Zeit ab und wir müssen die Drecksarbeit erledigen. So, wo haben wir es denn hier? Gönn dir einen Schluck. Se sente meglio, Rosa. Ah, sì. Bein. Ich ot. Grazie. Ja, sto attraversare la ponca meine al cuvel del pez. Questa informazione strikta meinst confidenziella. Ich habe gerade mein Leben für dich riskiert. Dankeschön. Anzi, ciao, tredi aveu quel cot. Il zotter sudoso da mia compagnia. Forse mio figlio, Giovanni. Ma da quel tempo dei relanci nei feind. Io hai un flauco roman che ti ha scritto. Ma quello non esiste un roman. Tu hai proprio capito preciso che. Wow. Ja, da bin ich auch dafür. Mir nehme ich sicher, dass das Vieh das gehört hat. Gut, wir haben das Rätsels Lösung bekommen. Wir müssen halt eigentlich idealerweise jetzt wieder ganz runter zu dem ersten Ding. Das zweite haben wir ja auch gefunden, wo... Ach du Scheiße! Aber die stehen alle nur da. Also ich fange jetzt auf jeden Fall nicht an, einen abzuschießen. Die Frage, kommen wir hier runter? Ja. Ging. Okay, alles gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu dem ersten. Ich glaube, das war in dem Haus da hinten. Dann gucken wir, sobald wir im Haus sind, gucken wir uns das mal in Ruhe an. Aber ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen verfolgt. Ich weiß auch nicht. Möchte ich jetzt nicht unbedingt riskieren.
So, hier hat man das erste und hier war auch das komische Ding. Was es damit auf sich hat, habe ich immer noch nicht verstanden. Jetzt lasst uns mal ins Tagebuch schauen. Wo haben wir es denn? Das ist ja alles das Ältere, ne? Wohl, das ist... Na gut, das ist die Karte. Wo ist es denn? Oder haben wir es im Inventar? Ah, okay. Als erstes dieses Symbol. Zweites das, drittes das. Lasst mich das mal angucken. So soll's aussehen. Haut doch hin, oder? Jetzt haben wir es im Tagebuch, natürlich. So, die beiden Dinger so verlängst. Ja, ich würde sagen, das haut hin. Das hat man uns schon angeguckt, da liegt auch der besagte Roman. Passt, da müssen wir hoch. Das zweite hat man auch schon gefunden, das dritte weiß ich noch nicht genau. Das heißt, wir müssen nochmal die Seilbahn aktivieren. Ich hoffe, er braucht nicht nochmal Klopapier dafür. Oh, und die schwarze Gondel hängt hier unten. Scheint aber leer zu sein. Strom ist zum Glück noch an. Wenn wir mit der schwarzen Gondel fahren können, ob das eine gute Idee ist. Macht das? Er macht's. Hat ja einen Grund, warum die wahrscheinlich als letztes dort hing. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das so geil ist, aber wenn wir es nicht ausprobiert hätten, würden wir es auch nie erfahren. Kann ich denn greifen? Ich kann zumachen. Ja, sieht noch gruseliger aus. Nee, lass mal offen, bitte. Oh, die ganzen Soldaten stehen immer noch hier, aber die sind alle erfroren. Ich habe halt echt Angst, wenn wir eine anschießen, dass die alle wach werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das passiert. Weiß nicht, so einfach aussteigen können wir ja nicht. Die Frage, ob wir hier... Doch, wir können hier raus... Ah, ich habe zu spät gedrückt. Mist. Naja, gut, dann fahren wir halt nochmal ganz hoch. Aber hier irgendwo auf der Zwischenetage war auf jeden Fall das zweite. Ui. Wo wir ja auf dem Dach sind wir hier rausgekommen, ne? Letztes Mal sind wir auf dem Dach rausgekommen, weil die stehen geblieben ist, die Gondel. Gucken mal, ob er uns wieder rauslässt. Nee, diesmal nicht. Also müssen wir doch bis ganz nach oben. Dauert halt nur gefühlt eine halbe Ewigkeit. Naja, zumindest wissen wir jetzt, dass wir die drei Dinger umstellen müssen, wie sie aussehen müssen. Und dann geht die Brücke auf und dann sind wir ja eigentlich schon am Gipfel. Ist aber anscheinend kein Problem, dass wir die schwarze Gondel nehmen. Ich hätte gedacht, da kommt noch was. Dass der alte Mann auf einmal neben uns sitzt. Nochmal unsere Hand streichelt. Oder sowas in der Richtung. So, hier können wir verlassen. Vielen Dank. Müssen wir wieder ein ganzes Stück zurück. Wir könnten zwar den Schlitten nehmen, aber... Ich bin hier... Ach. Wir nehmen den Schlitten. Wann kommt denn der jetzt hier hoch? Oder wir setzen uns nochmal in die Gondel und lassen uns da unten wieder raus. Wäre eigentlich auch eine Idee. Können wir die nochmal nehmen? Ja. Ich glaube, das ist mir gerade am liebsten, wenn der da unten rumrennt.
Ja, aber sieht er uns jetzt? Halt doch mal die Hand nicht davor. Ah, ich glaube nicht, dass er jetzt Lawinen ausgelöst hat. Ich glaube, er hat Lawinen ausgelöst. Alter Schwede. Vielleicht hätten wir die Klappe zumachen sollen. Ich weiß es nicht genau. Aber gut. Dabei müsste es ja hoffentlich bleiben. So, da unten auf dem Stein, da wollte ich raus. Lawina hat auch leider nicht die Soldaten hier mitgenommen. Das hätte ich ja vielleicht noch verstanden, wenn das unsere Aufgabe ist. Ja, drei Lawinen oder so jeweils auf der Höhe. Ach, sag mal, die kommt jetzt so hoch dafür. Ach, das gibt's nicht. Spitze. Jetzt sind wir einmal komplett hier lang gefahren. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber dass natürlich die Gondel, die runterwärts fährt, dann zu hoch ist, um auszusteigen. Konnte ich nicht erahnen. Naja, gut. Dann fahren wir halt nochmal eine Runde. Und gucken uns hier ein bisschen die schöne Landschaft an. Ich hatte mich übrigens versprochen in der letzten Folge. Ich hatte gesagt, Outriders kommt jetzt immer 14 Uhr. War 17 Uhr gemeint. Entschuldigung. Nur wer da Bock drauf hat und sich das anguckt, nicht wundern. Also 17 Uhr täglich eine neue Folge. Ist mir leider erst im Nachhinein aufgefallen. So, komm, noch mal eine extra Runde und dann wieder hoch und dann bei dem Stein raus. Halt die Frage, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese dritte Scheibe hatten wir noch nicht gesehen, oder? Ich erinnere mich zumindest nur an zwei, an die hier unten und die eine, die irgendwo hier in der Mitte noch war. Aber dann wird sicherlich oben noch eine sein. Naja, mal gucken. Ich hoffe mal, dass das Schneevieh uns da oben erstmal in Ruhe lässt. Das dürfte ja jetzt eigentlich nicht hier runterkommen. Können wir hier nochmal gucken. Stand die nicht sogar draußen, die Scheibe? War das doch noch eine Etage höher? Oder war das hier? So, wir wären noch zu weit drüben gewesen. So, jetzt hier dauerhaft Taste. Ich drück doch Q. Okay. Ich wollte mich gerade schon wieder aufregen. Also ich glaube, die sind erstmal keine große Gefahr. Müssen wir halt nur mal schauen. War das die Hütte? Nee, das war nicht die Hütte. Wir laufen es jetzt nochmal ab. Ich habe es leider nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wo das Ding war. Ich glaube, das war die Hütte, wo der Pakt geschlossen wurde. Da sind wir... Oh oh. Nee, ich wüsste jetzt nicht, warum ich das über dem aufbauen soll. Am Ende belebt ihn das wieder, oder? So eine Späße. Nee, das war auch nicht die Hütte. Dann war das doch eins weiter oben. Aber ich bin doch doof. Wir haben doch die Karte. Durch die Bank oben. So, wo haben wir sie denn? Das hier ist sie. Aber die Scheiben sind nicht eingetragen, ne? Nö. Schade, ich dachte, jetzt bin ich mal schlau. Bevor ich wieder Ärger in den Kommentaren kriege, guck doch in die Karte. Und dann steht nichts drin. So, das war bloß Serpentinis Haus. Oder zumindest ein Plakat mit Serpentini. Oh
Gott, ich habe mich gerade so vor dem Schneemann erschrocken. Ja, sehr viel mehr kam hier hinten nicht. Ich glaube, wir müssen noch eins weiter hoch. Weil, ach ja, stimmt, auf die ganze Station hier oder auf die Höhe sind wir ja eigentlich nur erst mit dem Schlitten gekommen. Wir sind ja beim ersten Mal Gondelfahren da oben auf dem Dach rausgekommen, wo wir jetzt eben nicht rausspringen konnten. Und dort haben wir ja auch die Scheibe entdeckt. Ah, ich wollte nochmal gucken, vielleicht wäre die dritte Scheibe hier gewesen. Aber ich denke eher, die wird ganz oben sein. Hm, da ist er schon wieder. Na gut, das Rätsel werden wir dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge lösen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.